Bundeskanzler Olaf Scholz will einen Deutschlandpakt. Alle sollen gemeinsam eine große Herausforderung meistern, die Migrationskrise. Dazu schloss sich Scholz mit den Länderchefs und den Oppositionsführern Friedrich Merz und Alexander Dobrindt zusammen. Doch des Kanzlers Wunsch nach Einigkeit und Recht und Freiheit wird wohl nicht erfüllt. Denn Olaf Scholz wittert eine Intrige. Die Länderchefs der Union wollen offenbar ihren eigenen Parteivorsitzenden Merz ausboten. Demnach ließen die Ministerpräsidenten die Spitzenrunde zunächst lange warten. Der Grund? Die unionsgeführten Länder hatten mehrere Zusatzforderungen ins gemeinsame Papier einbringen wollen. Einige scheiterten. Doch eine kam in die Liste der Forderungen, eine Bund-Länder-Kommission für die zukünftige Migrationspolitik. Während Scholz mit Merz und Dobrindt am Verhandlungstisch sitzen will, wollen die Länder lieber direkt mit ihm verhandeln. Und da die Länderchefs diese Forderung in letzter Minute, einen Tag nach Scholz-Treffen mit den Unionsfraktionsführern einbringen, lässt bei Scholz den Verdacht der Intrige entstehen.